Wenn ich jetzt einfach dran machen. Aufrüsten. Einfach Kalkstein drauf machen. 6 Stück. Ah, da muss ich ja warten. Okay, das ist ja egal. Wenn der Kalkstein macht, ist ja gut. Der Schafstall, wenn du Lehm nicht kannst, ist Abreißen noch eine Option. Weiß nicht, welches mein Haus ist. Kann ich in irgendeinem Haus schlafen? Nee, ne? Kann ich jetzt hier schlafen? Wahrscheinlich nicht, ne? Kann ich. Lieber Jan, der Ton ist da. Theoretisch zumindest. So. Wir müssen mal ins Inventar gehen und uns mal ein bisschen wärmer anziehen. Die Pelzhaube anziehen und. Schuhe habe ich. Was war denn das noch, was ich anziehen musste? Feldstiefel, ne? So. Wir sind für den Winter gewappnet. Wieso springt die jetzt vom Dach? Quicksave. So, Lieselotte. Heute Nacht. Ich würde sagen, hier ist einiges kaputt. Aber ist egal. Kein Wunder, dass ich keinen Ton habe, wenn ein Kater sich auf die Funktastatur gelegt hat und und die nein. Oh je, armer Jan, armer Jan. So. Ich möchte dir etwas sagen, schöne Frau. Du bist genauso schön wie der blaue Himmel heute. Ist das okay? Warum nicht der blaue Himmel, Andreas? Übrigens, die Chance, mich zu heiraten, liegt bei 35%. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Nilka, einen wunderschönen guten Nacht wünsche ich dir eine wunderschöne, also eine wunderschöne gute Nacht. Heute bin ich wirklich durch. Na gut, plus 2. Guck mal raus, der Himmel ist blau. Ach Mann. So, nochmal. E, ich muss sie jetzt haben. Ich will sie jetzt haben. Ich möchte dir etwas sagen, schöne Frau. Er ist das gleiche wieder. Dreiundzwanzig. Im schlimmsten Fall tue ich neu laden, oder? Nimm den blauen Himmel. Ich nehme jetzt mal, was Manu sagt. Plus minus null. Ich wünschte, ich könnte es sehen, um das Kompliment anzunehmen. Warte mal. Ja, ist egal. Soll ich neu laden? Komm, wir laden neu. Ist egal. Ist Winter. Ja klar, aber der Himmel ist ja trotzdem blau im Winter, oder nicht? Also rein theoretisch. So eine Zippe. Ja, egal. Wir müssen Hardcore baggern. Ich möchte aber diesen blöden Hammer nicht zum Hardcore baggern in der Hand haben. Nix mit schöner Himmel zu der Zeit, die haben gefroren. Du bist genauso wie der blaue Himmel, weißt du, ich mag dich sehr. Da nehmen wir natürlich die 3. Ich mag dich auch. Oh. Ui.
Also einmal werde ich es definitiv noch versuchen, aber erstmal ein Quick Save. Die hat keinen Sinn für Romantik, die Zugtante. Ja, so ein bisschen horny bin ich schon. So. Ich möchte dir etwas sagen, schöne Frau. Ich bewundere die Hingabe an deine Arbeit. Dafür verdienst du höchstes Lob. Dafür kriege ich nur zwei. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Okay. Wir haben plus 10, wir haben 100% Zuneigung. Ich bin okay, danke. Es ist wirklich süß von dir, dass du dich so sehr um mich sorgst. Oh Gott, ich bin echt kein Romantiker-Typ. Okay. So, jetzt. Ja. Ich möchte sein. Bist du sicher, dass ich die Eins nehmen soll, Andreas? Bist du dir ganz, ganz sicher? Nur um sicher zu gehen. Oh mein Gott. Ja, ich werde dich heiraten. Du hast mich zum glücklichsten Mann der Welt gemacht. Erbe. Der Erbe sichert das Überleben deiner Dynastie. Um ihn zu bekommen, musst du zunächst eine Frau finden und ihr sagen, dass du bereit bist, ein Kind zu bekommen. 3 Jahreszeiten später wird der Erbe geboren. In den ersten 2 Jahren kümmert sich seine Mutter um ihn, was bedeutet, dass sie keine andere Arbeit verrichten kann. Der Erbe kann als Kind gesteuert werden, Taste V auf der Tastatur, aber seine Aktivitäten sind begrenzt. Ei, das endlich wie die Ente. Okay, so. Hey, renn doch nicht weg. Wir müssen und so. Zack, zack und so. Zuckel die Muckel, 2 Huhn, 1 Gänse. Komm mal her hier. Hey. Hallo. Kannst du mit ins Haus kommen? Wir müssen Zuckel, die Muckel, 2 Huhn, 1 Gänse. Hallo, Schatz, sagt sie zu mir. Willst du Dings, Dings, Dings? Muss ich 3 nehmen? Bist du sicher? Hast du einen Moment Zeit? Nein, oder? Ach nein, ernsthaft? Was, du warst? Das war's? Wie unromantisch. Trotzdem Glückwunsch, ja. Musste halt warten. Ja, gut, dann warte ich eben. Ich werde jetzt gehen, auf Wiedersehen. Ei, der Daus, was für eine Zimtzicker, ey. Meine Herren. So, wir machen uns an unser Dach, damit wir da endlich mit der Zugmunter einziehen können. Das will ich jetzt natürlich haben. Was haben wir denn an Rundhölzer? 17 ist jetzt nicht so wirklich viel, ne? Ausziehen, wir müssen reden. Nein, das heißt, leg dich hin, wir müssen reden. Aber wir werden mal hochstümpeln. Mit unserer fast kaputten Axt. Werden hier nochmal ein paar Bretterchen bauen. Da wir ja ein Rucksäckelchen haben, geht das ja jetzt alles zucki-rucki. Dafür ist er schon wieder kaputt, weißt du? Hast dich eine ganze Nacht ausgepowert mit Komplimente geben oder was? Ah, je. Was glaubst du? Wie lange ich im Farmer's Dynasty nach der ominösen Miranda gesucht habe. Dein Ernst? Jetzt ist meine Axt kaputt gegangen. Wie gut, dass ich die andere Axt aus der Truhe schon bei mir hatte.
Das finde ich ja gut, ne? So, Stöcker nehmen wir auch mal schon mit, damit wir ja nicht wie ein Grotten, wie heißt das, Grottenmolch durch die Gegend rennen. So, R. F. Och Gott, warum? Andrina, warum? REF. Ne, bei Farmers Dynasty, da war ich echt dreist. Da habe ich mir die Frau vom Olli geklaut. Die haben gesagt, sie waren Geschwister, aber egal. Mach dir auch gleich einen neuen Bauhammer. Ja, sollte ich, ne? Du bist ein ganz schlauer, lieber Jens. Vielen Dank für den Tipp. Der Hölzer dürfte ja genügend in der Tasche haben. Aber mit so einer 15-Kilo-Tasche ist ja schon echt nicht schlecht, ne? Muss man ja mal so sagen. Das läuft. Hallo, hallo, der Grottenmolch ist der Sehende. Ich hab die Äste gesehen und mitgenommen. Sag mal nix. Guck mal hier, die nehme ich alle mit hier. Ich bin sehend. Ich hab die Aschenbecher auf, also manchmal. Guckst du. Und jetzt, weil der Jens das nämlich gesagt hat, kann ich mir nämlich auch gleich einen Bauhammer machen, siehst du? Schon wieder Froschschenkel. Ja, Jan, das ist wirklich. Guck mal, ich habe sogar den Stein gesehen. Hast du das gesehen, dass ich den Stein gesehen habe? Den Stein habe ich auch gesehen. Hast du das gesehen? Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt so durch die Gegend laufe, komme ich nie zu Hause an, weil ich ständig voll sein würde. Außerdem, was soll ich mit so viel Stöcker? Ich habe schon über hunderte da Ort zu Hause liegen. Und ja, ich könnte sie verkaufen. Ich weiß. Früher hat man gesagt, im Vergleich zu dir ist der Aal ein Pelztier. Oh je. Wart ab, mein Freund. Wart ab. Ich krieg dich eh noch. Also von daher. Ne? Ich krieg dich eh noch. Aber so viele Steine, wie ich hier finde, ist ja merkwürdig. Ja, ich hätte vielleicht doch des Öfteren mal auf den Weg gucken müssen. Hätte mir das bloß mal jemand gesagt, dass ich immer mal auf den Boden gucken soll. Echt mal. Guck mal, wie viel ich hier finde. Das ist wirklich. Niemand sagt mir sowas. Ich habe recht gute Aschenbecher auf. Na, geht so, na, geht so. So. Bretter 16. Das ist aber viel zu wenig. Haben wir denn hier noch welche drinne? Drinne, vor allen Dingen drinne. Bretter 14, siehst du. Jetzt bin ich natürlich vollgeladen, weil ich hier alles voller Stöcke habe. Rundhölzer 3 müssen erstmal reichen. Steine können auch raus, siehst du. Und schon bin ich nicht mehr überladen. Ach ja. Ja. Lieber Jens, du hast zu mir immer gesagt, im Winter soll ich Steine sammeln. Das hast du immer gesagt, das stimmt. So, wir zerstören das Strohdach und bauen da draus ein richtig schönes Holzdach hier mit so und so. Wie gut, dass der Jens mitgedacht hat und mir gesagt hat, dass ich einen neuen Hammer bauen sollte. Das freut mich. Holzdach.
Siehste. Können wir noch mehr? Nee, mehr können wir gerade nicht, weil wir gerade ein Problem mit Brettern haben. Aber auf dem Weg hoch zur Holzhütte könnte ich ja noch mal ein paar Steine und Stöcker sammeln, ne? Wäre ja mal so eine gute Gelegenheit. Hier liegen so viele Steine rum. Und wenn man dann von Dorf zu Dorf geht, dann übersieht man natürlich den einen oder anderen Stein. Wie vorbildlich, weißt du was? Der Hase schon eingefroren, der Ärmste. Echt, ey. Guck mal, den Stein hier hinterm Baum, den habe ich auch gesehen. Die lassen wir erstmal hier, die Bretter, damit wir genug Holz in die Taschen nehmen können. Wir rennen noch mal hoch zum. Ich möchte das Dach in der Farbe gelb. Du willst eigentlich immer nur die Farbe grün, lieber Jan. Guck mal, hier ist noch ein Stein. Du willst ja immer grün. Der Grottenmolch sieht wieder nichts, aber er will auch nur Bäume schlagen. Was hast du denn für eine Pudelmütze auf? Ach. Ja, siehst du, Grit wundert sich auch schon, warum nicht grün, Jan. Mach das nicht, du verwirrst uns. Ey, mach mal hier nicht mein Grab, mein Schuppen kaputt hier. Kannst doch nicht die arme Grit verwirren. Gelb passt zum Schnee. Ja, heißt doch das Lied, ne? Leise pieselt das Reh. Gelbe Spuren in den Schnee. Ob wir hier jedoch gelbe Spuren finden, bezweifle ich ernsthaft. Boah, ein können wir noch. Ein Bäumchen können wir noch. Ja, mach dir in Ruhe einen Tee, liebe Grit. Kann das sein, dass die Fichte weniger Stämme hat? Frag nur für einen Freund. Gelber Schnee ist bah. Ja, recht du haben, junger Padawan. So, Crafting, Bretter, REF. Weiß ich nicht, ich nehme gleich noch ein bisschen Rundholz mit. Minztee, bin ich dabei. Minztee, bin ich dabei. Ich nehme gleich noch ein paar Rundhölzer mit, lieber Andreas. Damit die sich da selber dann wieder versorgen können. Und dann muss ich ja nachher mir mal Stöcker nehmen für die Flechtwand. Weil da ist ja wohl ein bisschen was da putt gegangen, ne? Aber Männer können ihren Namen schreiben im Schnee. Ja, das bezweifle ich. Okay, PCLP ist jetzt nicht so lang, aber bei Andreas wird es schon schwieriger. Ich glaube, ich muss noch einen mitnehmen. Kann ich noch einen mitnehmen? Ja, locker. Steno. Ja, okay.
Steno kriegt das auch jede Frau hin, glaub's mal. So, ab nach Hause. Huch, hier liegt noch ein Steinchen, das muss ich noch mitnehmen. Jetzt bin ich leicht vollgeladen natürlich, aber es ist jetzt egal. Das kriegen wir noch hin bis zu Hause. Und dann müssen wir tatsächlich unsere Häuser schon wieder ein bisschen reparieren, ne? Da gibt's einen Witz mit Helmut Kohl drüber. Was? Ich hätte gerne Kluntjes im... Kannst du auch nicht berlinerisch sprechen? Muss ich dem eigentlich sagen, dass der das ernsten soll? Nee, ne? Das weiß der von alleine, oder? Frag für einen Freund. So, einmal Zerstörung. Strohdach. Einmal aufbauen. Das. Jan ist Berliner. Mit Marmelade. Zwölf Bretter reichen, ne? Brunnholz sowieso. Das Strohdach machen wir jetzt kaputt und bauen das wieder auf. Candiszucker, auch das noch. So, ich würde sagen, unser Haus ist soweit fertig. Wir können wieder einziehen. Dann wollen wir doch mal das Management überprüfen. So, unser Zugmunter hat im Übrigen hier so ein, ne, und so. Wir haben jetzt das kleine Haus, das ist jetzt meins. Das ist 100% fertig. Heißt... F. Nee, warte. Heißt, ich will da jetzt einziehen. Und dann gucke ich mal bei der Zugmunter. Die soll das F. Ach, die ist automatisch mit drinne. Die ist automatisch mit drinne. Na, guck. Also, die wohnt jetzt hier. Oh, da ist die schon reingegangen oder was? Nee, ich dachte schon. So, jetzt muss ich erstmal hier meine Klamottis loswerden hier. Die Rajimir-Schuhe. F. Haube. Und den Rest habe ich ja an, ne? So. Den hier kann ich auch erstmal rüber tun. So. Preuße, Brandenburger Preuße. Okay. So. Also die wohnt jetzt bei mir. Das heißt, wir müssen jetzt Frauen anbaggern, ne? Nein, wir müssen jetzt erstmal gucken, wie hier mal Reparatur. Da ist so ein bisschen was putzge geht. Und hier oben brauchen wir Stroh. Das habe ich jetzt gerade nicht in der Tasche. Natürlich nicht. Stroh. Da. Weiß ich nicht. Nehmen wir mal hier 48 mit. Wer weiß, wozu es gut ist. Da ist nämlich noch mehr kaputt überall.